Der Gedenktag an die Befreiung von Auschwitz ist nicht nur Gelegenheit, an die Opfer zu gedenken, sondern ist für uns auch die Aufforderung, über unsere heutige Gesellschaft nachzudenken. Und die Tatsache, dass Menschen, die Hass verbreiten gegen Fremde, jetzt in fast allen Parlamenten vertreten sind und auch im Bundestag, macht mir sehr viele Sorgen. Wir wissen, am Anfang geht es gegen Fremde, dann geht es alle gegen alle, die als anders definiert werden, und am Ende geht es auch gegen die Schwachen. Und deswegen sind wir alle zum Handeln aufgefordert. Lasst uns zusammen als Menschen für guten Zusammenhalt unserer Gesellschaft kämpfen und lasst uns den berühmten und wichtigen Spruch wiederholen: Wehret den Anfängen.